Also es ist wirklich interessant, dass die Blaupause für dieses Weltwährungssystem aus dem Kopf eines der führenden Nationalsozialisten stammt. Was wir jetzt erleben, ist, dass das Problem immer weiter hinausgezögert wird, indem man immer mehr Geld in das System hineinpumpt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Lockdown reinkommen, dann ist das deswegen, um den Rest des Mittelstandes auch noch der Plattformökonomie zu unterwerfen. Weil wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass Millionen und Abermillionen von Jobs verloren gehen. Also ich sage den Leuten immer, in einer Region, die ganzen Handwerker in dieser Region, die sollen sich gegenseitig nicht nur als Konkurrenten sehen, sondern die sollen sich als eine verschworene Gemeinschaft gegen die Plattformökonomie sehen. Ganz herzlich willkommen bei Masterpiece. Mein Name ist Hartmut Lohmann. Und zusammen mit meinem Team lade ich berühmte oder einfach interessante Gäste zum Gespräch ein. Es geht um die Macht des Unbewussten, wie wir Kontrolle über unsere Gefühle zurückgewinnen können, aber auch um Themen, die vielleicht im Dunkeln liegen, wie die Finanzkrise, unser Geldsystem. Dazu könnte ich mir natürlich keinen besseren Gast wünschen als derjenige, der uns heute die Ehre gibt. Ernst Wolf ist bei uns. Ernst, vielen Dank, dass du da bist. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ernst Wolf, wer ihn noch nicht kennt, hat berühmte Bücher geschrieben, Bestseller zum Beispiel Der Finanztsunami, Weltmacht EWF oder ein Buch, was ich besonders schätze, Wolf of Wall Street, weil es multimedial ist. Man kann über QR-Codes kleine Videos anklicken und sich den Text dann eben auch nochmal im Video erklären lassen. Also ich persönlich finde, du hättest eigentlich einen Preis dafür gewonnen oder hättest einen Preis dafür verdient für Jugendbildung zum Beispiel, weil es wirklich für Schüler zum Beispiel wunderbar geeignet ist oder auch Studenten. Also sehr zu empfehlen, das Buch. Ja, die Geldflut kommt, ist unser heutiges Thema. Und das klingt ja vielleicht negativ, aber vielleicht ist das ja auch positiv. Vielleicht heißt das ja auch Rente für alle, Grundeinkommen. Genau darum soll es heute gehen, um zu erörtern, was bedeutet das eigentlich, wenn zu viel Geld gedruckt wird? Ernst, ich habe als kleine Anekdote vielleicht eine Sache verstanden von unserem Geldsystem, die möchte ich kurz erklären. Und zwar, wenn man 10.000 Euro Schulden hat, die man nicht bezahlen kann, dann hat man ein Problem. Dann kommt der Gerichtsvollzieher vorbei, klebt den Kuckuck auf alles, die Ehefrau reicht die Scheidung ein, die Kinder hassen einen bis zum Rest des Lebens. Wenn man aber 1 Million Euro Schulden hat und man kann die nicht bezahlen, geht es einem schon besser. Da wird man zum netten Gespräch zur Bank eingeladen, es gibt Kaffee und Kuchen, der Filialleiter nimmt sich Zeit und es wird über Refinanzierung und Stundung gesprochen. Noch besser geht es einem, wenn man 100 Millionen Euro Schulden hat. Ja, dann tragen sie einem Koffer voll Geld hinterher zur Stundung und Prolongierung des Kredites, dass man quasi den Schuldenberg wie so eine Bugwelle beim Kreuzfahrtschiff noch weiter vor sich hertreiben kann. Und am allerbesten geht es einem, wenn man 100 Milliarden Euro Schulden hat. Dann kommt Frau Merkel persönlich vorbei und sagt, komm, das zahle ich. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, dass dieses System so sehr außer Kontrolle geraten ist, dass man es auf diese Art und Weise am Leben erhalten muss. Weil die kleinen Beträge von 10.000 oder 50.000 oder so, die spielen keine so große Rolle für das System. Mhm. Aber die großen Beträge, wenn es dann um 50 Millionen, 100 Millionen oder gar 100 Milliarden geht, diese Beträge bedrohen das ganze System und drohen das ganze System einzureißen. Und deswegen müssen diese Beträge immer aufgebracht werden. Und deswegen werden diese Schuldner auch immer ganz schnell befriedigt und denen wird dieses Geld tatsächlich einfach zur Verfügung gestellt. Fangen wir ganz von vorne an, weil viele haben noch gar nicht verstanden, worum es genau geht. Also wie kommt denn eigentlich ein Euro, wie kommt ein Dollar in die Welt? Wie entsteht Geld eigentlich in unserer heutigen Zeit? Kannst du uns das kurz umreißen? Ja, das ist das Problem der Geldschöpfung und Geld geschöpft wird auf verschiedene Arten und Weisen. Also einmal haben die Zentralbanken das Recht, Geld zu schöpfen. Also die dürfen das ganze Bargeld drucken. Und die Zentralbanken dürfen Zentralbankgeld an Banken und Großinvestoren vergeben in Form von Schulden. Dann gibt es eine weitere Form der Geldschöpfung, das ist die Kreditschöpfung. Und zwar eine Bank, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann schöpft sie neues Geld. Also es war nicht immer so. Es geistert heute auch noch diese alte Version der Geldschöpfung durch die Welt, dass man sagt, also eine Bank nimmt das Geld von irgendwelchen Anlegern und Sparern und verteilt das an andere Leute. Und da gibt es dieses Mindestreserveprinzip, dass die Bank nur noch eine bestimmte Mindestreserve behalten muss, aber dass den Rest dann einfach vergeben darf. Dass das Geld also an diese Mindestreserve gebunden ist, das ist tatsächlich zum großen Teil nicht mehr der Fall.
Geld wird heute von den Banken geschöpft, wenn sie einen Kredit vergeben. Das wird einfach aus dem Nichts durch einen Knopfdruck erzeugt. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir es mit Fiat-Geld zu tun haben, also mit Geld, das nicht mehr an einen festen Wert gebunden ist. Und deswegen erleben wir diese ungeheure Geldschwemme, weil es gibt keine Grenze. Okay, also ich habe verstanden, die Bank gibt mir einen Kredit, wenn ich ein Haus kaufe zum Beispiel, und dieses Geld ist vorher gar nicht da. Das gibt es gar nicht. Dann sagt die Bank, okay, wir glauben dir, dass du das zurückzahlen kannst, das Haus ist es uns auch wert, und wir geben dir jetzt zum Beispiel eben 900.000 Euro für dieses Haus und erschöpfen, also sie schöpfen dieses Geld dann aus dem Nichts, tragen quasi einfach eine Zahl in einen Computer ein und dann ist dieses Geld da. Aber es funktioniert ja. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wieso? Das funktioniert schon seit 50, 60, 70 Jahren. Ist doch super, das System, ist doch toll. Warum nicht weiter so? Ja, man muss es erstmal langfristig sehen, wer verdient daran. Also derjenige, der sich das Geld von der Bank als Kredit geben lässt, muss ja Zinsen darauf zahlen. Und der zahlt diese Zinsen an die Bank. Das heißt, am Ende dieses Prozesses, wenn das Geld wieder zurückgezahlt ist, hat derjenige, der sich das Geld geliehen hat, mehr dafür bezahlt, als der Betrag war, den er sich geliehen hat. Die Bank dagegen hat über die Zinsen zusätzliches Geld gewonnen. Das heißt, die Bank wird in diesem Prozess immer reicher. Und dann muss man noch dazu hinzufügen, dass wir unter einem Geldsystem leben, das gar nicht so alt ist. Also unser Geldsystem jetzt, das ist ungefähr ein Dreivierteljahrhundert alt. Und dieses Geldsystem ist alles andere als demokratisch, weil im Zentrum dieses Geldsystems stand von Anfang an eine Währung, nämlich der US-Dollar. Und man muss dieses Währungssystem zumindest so in seinen Grundlagen und seinem Aufbau verstehen, um zu wissen, was in der Welt so vor sich geht. Also dieses System ist 1944 am Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffen worden. Damals war der große Sieger des Zweiten Weltkrieges waren die USA. Die waren die erste Supermacht auf der Welt. Die hatten nur ein großes Problem. Die brauchten Märkte. Die hatten eine riesige Überproduktion, weil Amerika hat einen recht großen Binnenmarkt. Die waren die ersten, die das Fließband eingeführt haben, die den Taylorismus eingeführt haben, also die industrielle Produktion verwissenschaftlicht haben. Die haben also viel mehr Waren produziert, als sie selbst verbrauchen konnten, brauchten deswegen internationale Märkte. Und deswegen haben sie in Bretton Woods ihren Dollar zum Mittelpunkt des neuen Geldsystems gemacht und sich da praktisch die Möglichkeit verschafft, alle Märkte der Welt zu erobern. Und dieses System hat auch über 25 Jahre ganz gut funktioniert. Also die Amerikaner haben damals sehr viel Geld verdient, die haben alle Märkte der Welt erobert. Nur es gab ein Problem. 1944 ist festgelegt worden, dass der Dollar an Gold gebunden ist. Und die Menge an Dollar, die über die 25 Jahre entstanden ist, war viel, viel größer als die Menge an Gold. Und das haben die Investoren irgendwann gemerkt. Und in den 60er Jahren sind dann immer mehr Investoren kritisch geworden und skeptisch geworden und haben gesagt, ich möchte meine Dollar gegen Gold eintauschen. Dann ist noch der französische Präsident Charles de Gaulle aufgetreten und hat gesagt, er wollte das ganze französische Gold zurückholen nach Frankreich. Daraufhin hat dann der amerikanische Präsident Nixon gesagt, so Schluss mit der Gold-Dollar-Bindung. Und von da an war der Dollar vom Gold getrennt und damit alle anderen Währungen, die ja an den Dollar gebunden waren, auch vom Gold getrennt. Und von da an, von 1971, ist jetzt genau 50 Jahre her, vom 15. August 1971, seitdem haben wir es mit einem Fiat-Geldsystem zu tun, in dem es keine Bremse mehr für die Geldschöpfung gibt. Soweit ich das verstanden habe, war das, weil der Vietnamkrieg zu viel Geld gekostet hatte und Nixon mehr Geld drucken wollte, um seinen Krieg zu finanzieren. Und also hat er gesagt, gut, das wollen wir entkoppeln. Und die sekundäre Folge dessen war, weil ja immer noch der amerikanische Dollar die Weltleitwährung war und ist, die Amerikaner quasi auch alle anderen Währungen über ihre Währung inflationieren können. Genau. Das ist das, was ich selber auch live und in Farbe erlebt habe, zum Beispiel in Ecuador konnten wir es sehen oder in Argentinien. Also das, wo an den Rand Grenzen sozusagen des Dollars, weil die alle ja, alle Währungen sind indirekt an den Dollar geknüpft, entsteht dann Hyperinflation ganz plötzlich. Da kann man dann natürlich fantastisch sagen, okay, ein Failed State, Bananenrepublik, selber schuld. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du ein bisschen, das ist eigentlich eine Bugwelle sozusagen des Dollar, was schwappt sozusagen die anderen Länder über und erzeugt an den Rändern immer schneller Inflation als im Dollartopf, weil der einfach größer ist. Ja. Ja? Es gibt auch einen historischen Präzedenzfall für diese Geldvermehrung. Das ist am Ende des oder das ist zu Beginn des Ersten Weltkrieges gewesen, weil bis zum Ersten Weltkrieg galt ja international der Goldstandard. Da war das Geld an das Gold gebunden.
Dann brauchten die ganzen Länder viel Geld, um ihre Rüstung anzukurbeln. Und deswegen haben die damals den Goldstandard aufgegeben. Und in Deutschland hat das denn bewirkt, dass wir 1922, 1923 die Hyperinflation gehabt haben. Es war also der gleiche Mechanismus, nur dass er beim zweiten Mal eben die Weltwährung betraf. Und das muss man auch sagen, also eine Weltleitwährung hat es vorher nie gegeben. Also unser gegenwärtiges Geldsystem, das ja immer noch auf Bretton Woods basiert, ist direkt um den Dollar aufgebaut und ist eigentlich ein vom Dollar dominiertes System und das bis heute. Weißt du denn, wer diese Idee ursprünglich mal entwickelt hatte mit der Weltleitwährung? Ja, das war ein Deutscher, das war Emil Puhl, das war ein führender Nationalsozialist, der wollte nämlich die deutsche Reichsmark zur Weltleitwährung machen. Also es ist wirklich interessant, dass die Blaupause für dieses Weltwährungssystem aus dem Kopf eines der führenden Nationalsozialisten stammt. Ein bisschen wie bei Werner von Braun mit der Raketentechnologie, die dann die NASA Ja, gefördert hat. genau, ganz Okay. genau. Okay, ich verstehe. Also, aber zurück zum Goldstandard. Wärst du denn ein Befürworter, dass jetzt sozusagen alle Währungen wieder zum Goldstandard zurückkehren? Ist das was Gutes oder heißt das nicht eigentlich, dass wir uns knapp halten? Ist es jetzt sozusagen nicht auch, hat es nicht auch Vorteile, dass man Geld aus dem Nichts schöpfen kann, weil man dadurch sozusagen Lücken füllen kann? Momentan zum Beispiel Corona-Krise wäre ja ohne die Fiat-Währung gar nicht mehr möglich. Wir wären alle jetzt bankrott. Ja, Ist es also nicht auch ein das. Vorteil, dass man sozusagen die riesige Geldschleuse öffnen kann und sagt, so, hier, Geld für alle? Also das ist so, wenn man jetzt die Geldschöpfung einfach so mal aus dieser Welt ohne Bezug zu den sozialen Wirklichkeiten betrachtet, dann könnte man das denken. Aber die sozialen Wirklichkeiten, die sind ja da. Und diese Geldschöpfung erfolgt ja nicht in unser aller Interesse, sondern die Welt wird ja gesteuert und geleitet von ganz wenigen, die unglaublich von diesem System profitieren. Und du sprichst gerade die Corona-Krise an. Es hat noch keine Krise in der gesamten Geschichte der Menschheit gegeben, in der so wenige Menschen sich so unvorstellbar bereichern konnten wie in den letzten 16 Monaten. Also wenn wir jetzt mal angucken, wer in Wirklichkeit, also wer die ganz großen Profiteure der Corona-Krise sind, das sind einerseits die großen Digitalkonzerne, das sind also Amazon, Apple, Facebook, Google und einen habe ich vergessen, also Amazon, Apple, Google, Facebook und Microsoft. Das sind die großen. Ich habe den Börsenwert von denen mal nachgeguckt, der beträgt zurzeit 8,8 Billionen Dollar. Der Gewinn dieser Unternehmen im letzten Jahr, also vom März 2020 bis März 2021, war der höchste, den sie jemals erwirtschaftet haben. Und der Gewinn jetzt im zweiten Quartal diesen Jahres, also zwischen April und Juni diesen Jahres, war höher als jeder Quartalsgewinn zuvor. Also das sind die ganz großen Gewinner. Es gibt dann noch einen anderen Bereich im Finanzsektor, das sind die großen Vermögensverwaltungen, die haben auch unvorstellbar zugelegt. Also die großen Vermögensverwaltungen heute, das sind BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity und so weiter. Man muss nur die ersten beiden nehmen. BlackRock hat verwaltet im Moment Vermögen im Werte von ungefähr 9 Billionen Dollar. Und Vanguard ist ganz stark hinterher. Die verwalten inzwischen Vermögen im Werte von 7 Billionen Dollar. Das sind zusammen 16 Billionen Dollar. Nur um einen Vergleichswert mal reinzuwerfen, also das deutsche Bruttoinlandsprodukt liegt ungefähr bei 4 Billionen Dollar. Das ist die Gesamtheit aller Dienstleistungen, die in einem Jahr erbracht werden in Deutschland und die Gesamtheit aller Waren, die produziert werden. Also da kann man sehen, wie die Machtverhältnisse in der Welt sind. Denn wenn der Chef von BlackRock, Larry Fink, und der Chef von Vanguard, Jack Bogle, wenn die beiden zusammensitzen, dann herrschen sie über erheblich mehr Geld, als wenn zum Beispiel Frau Merkel sich mit Herrn Macron zusammensetzt. Aber wären die nicht auch Verlierer, wenn der Inflation, also wenn jetzt sozusagen das Geldsystem so weit aufgeplustert ist, dass es dann platzt wie ein Ballon, dann würde doch Vanguard und BlackRock, die würden auch alle ihr Geld verlieren. Die bereiten sich natürlich auf so etwas vor. Also erstmal gehen die dann rechtzeitig in irgendwelche Sachwerte hinein. Außerdem machen die was ganz Raffiniertes. Diese Unternehmen verschulden sich ja ständig immer in ganz großer Höhe. Und wenn man mal das Prinzip der Inflation durchdenkt, dann stellt man ja fest, dass derjenige, der verschuldet ist, von einer Inflation profitiert. Also gehen wir mal zurück ins Jahr 1922, 23. Wer damals für 10.000 oder 20.000 Mark ein Haus gekauft hat, der konnte dieses Haus, als die Inflation richtig angezogen ist, ganz schnell abbezahlen. Weil am Schluss hat ja in der Hyperinflation von 1923 ein Laibbrot 1 Billion gekostet. Aber auf das bereiten sich die Banken natürlich heute vor. Die Banken, wenn man heute einen Kredit aufnimmt und die Banken wissen natürlich, dass die Inflation jetzt anzieht, dann wird der vermutlich inflationsgebunden sein.
Aber die Länder würden natürlich auch gewinnen durch Inflation, weil sie dann ihre Schulden loswerden. Die sind auch daran interessiert, an dieser Inflation. Deswegen haben die den Zentralbanken ja die Devise jetzt ausgegeben, die Inflation ruhig ein bisschen anzuheizen. Und BlackRock, habe ich gehört, kauft Häuser. Den Immobilienmarkt grasen sie sehr gut ab in Amerika und bekommen dadurch direkt Geld von der Fed, der Federal Bank of Reserve. Ja. Und zwar zu sehr guten Konditionen, wie sonst niemand, um im Grunde um die Immobilienblase in Amerika noch weiter aufzuplustern, das Ganze so am Leben zu erhalten. Ja, wir haben mehrere Blasen im Moment. Wir haben eine weltweite Immobilienblase, dann haben wir eine Blase an den Aktienmärkten und dann haben wir eine Blase an den Anleihemärkten. Das ist also vermutlich die größte von den drei Blasen. Und diese Blasen werden natürlich irgendwann mal platzen. Was wir jetzt erleben, ist, dass das Problem immer weiter hinausgezögert wird, indem man immer mehr Geld in das System hineinpumpt. Nur das hat eben den Negativeffekt, dass dieses Geld immer weiter entwertet wird. Wobei man dann auch mal den Leuten klar machen muss, dass diese Geldentwertung unterschiedliche Einkommensstufen in unterschiedlicher Weise betreffen. Also man muss sich vorstellen, 10% Inflation für jemanden, der 5 Milliarden auf dem Konto hat, sind sehr viel leichter zu verkraften, auch wenn es eine große Menge an Geld ist, als 10% Inflation für zum Beispiel einen Obdachlosen, der im Monat von 200 Euro lebt und davon seine Nahrungsmittel kauft. Wenn man dem 20 Euro wegnimmt, dann fängt er an zu hungern. Also die Inflation betrifft nicht alle gleich, sondern die Kleinen in besonders schlimmer Art und besonders schlimmer Weise. Ja. Spielen wir das nochmal durch. Also was würde denn jetzt passieren, wenn jetzt so eine Blase platzt? Also egal wo, es ist ja im Grunde eine Allesblase. Also die Immobilien sind aufgeplustert, die Aktien sind aufgeplustert, sagst du. 2020 wurden ja 30% aller bestehenden Dollars gedruckt, die jemals gedruckt wurden, soweit ich weiß. Also das ist, bestätigt deine These absolut. Du warst auch einer der Ersten, die gesagt haben, es kommt das Helikoptergeld, um das Geldsystem am Leben zu erhalten. Auch das ist inzwischen Realität geworden. Stimulus-Check in Amerika genannt. 1,8 Billionen, also 1.800 Milliarden hat, glaube ich, Joe Biden rausgeballert für die Schecks. Ja. Trump ja auch schon davor. Ja. Die werden auch immer höher, genau wie du gesagt hast. Also jedes Mal 200, 300 Dollar mehr pro Monat bekommen die jetzt. Bei uns haben wir Kurzarbeitergeld. Es hat einfach einen anderen Namen. Ja? Genau. Es hat ein anderes Label drauf, aber es ist letztendlich Helikoptergeld, oder? Ja, es dient alles dazu, dieses System am Laufen zu halten. Und dass der große Unterschied zu der Zeit vor dieser Krise war, dass vor dieser Krise die ganzen Staaten eine Austeritätspolitik betrieben haben. Also die haben versucht zu sparen, wo es nur ging. Und natürlich haben die immer gespart bei den arbeitenden Menschen, weil die haben ja diese riesigen Rettungsgelder für die Großen aufgebracht, aber die Kleinen, also die Rentner, die mussten dafür leiden. Das Gesundheitssystem musste leiden, die Sozialausgaben und so weiter wurden heruntergefahren. Also die Staaten haben gespart. Das hat sich im letzten März umgedreht. Und zwar haben die Staaten jetzt in den letzten 16 Monaten mehr Geld in das System, also in den normalen Kreislauf reingepumpt, als jemals zuvor. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich bei der Inflation etwas geändert hat. Also wir haben die Inflation in den letzten Jahren schon gehabt. Wir haben sie gesehen, aber nur an den Anleihen, an den Aktien und an den Immobilienmärkten. Aber jetzt sehen wir, dass die Inflation im Alltag richtig voll durchschlägt. Und das hat damit zu tun, dass wir im letzten Jahr den Lockdown gehabt haben. Aufgrund dieses Lockdowns sind diese ganzen Zahlungen geleistet worden, also Kurzarbeitergeld oder Stimuli-Checks in Amerika. Da ist den einfachen Leuten das gezahlt worden, was ihnen ausgefallen ist. Nun ist aber die Wirtschaft angehalten worden. Das heißt, als diese Lockdowns vorbei waren, ist eine verminderte Warenmenge auf eine relativ große Kaufkraft aufgetreten. Also die Leute hatten mehr Geld, als sie für diese Waren eigentlich gebraucht hätten. Und das haben im Geschäftsbereich die Leute natürlich gemerkt. Und deswegen sind die Preise langsam angezogen worden. Aber ich vermute, dass dahinter auch ein Plan steckt, weil man ist ja jetzt schon dabei, den nächsten Lockdown vorzubereiten. Und man hat die ganze Zeit immer alles getan, um Lieferketten zu zerbrechen, um die Wirtschaft irgendwie in irgendeiner Weise abzuwürgen. Man muss aber mal genau hingucken, wer die wirklich Leidtragenden sind. Die wirklich Leidtragenden, das ist der Mittelstand. Das ist hauptsächlich der Mittelstand, der unter diesen Maßnahmen leidet, weil die Großen zwar auf den ersten Blick auch darunter leiden, aber die haben ganz große Geldgeber im Hintergrund. Die können es schaffen, mal 1, 2, 3, 4, auch 5 Jahre große Verluste einzufahren. Die Kleinen können das nicht schaffen. Die Kleinen geraten in Schwierigkeiten. Die Großen nehmen ihr Geld dann und kaufen die Kleinen einfach auf. Und was wir jetzt im Moment sehen, ist ein weltweiter Aufkauf des Mittelstandes durch die Großen. Ja, die Otto-Familie hat Wälder gekauft, noch lange bevor CO2-Zertifikate überhaupt im Gespräch waren. BlackRock inzwischen auch. Also die bereiten sich im Grunde auch darauf vor, dass man irgendwann mit Wäldern Geld verdienen kann. Ja. Jetzt, wo der Holzpreis so gestiegen ist, ist ein Schritt in diese Richtung getan. Wer einen Wald hat, konnte gut verdienen. Aber ich glaube, da ist noch mehr.
im Spiel, diese CO2-Zertifikate. Ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst, da können wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen. Sind ja auch eine große Sache, die da irgendwie im Raum Ja. steht. Aber jetzt ganz kurz zurück. Ich möchte das mal durchspielen, dieses Szenario. Wir haben es ja in anderen Ländern schon gesehen. In Argentinien gab es eine Hyperinflation, in Ecuador, wie gesagt, auch. Auf Bali, ich brauchte 1 Million Baht am Tag, um da nur Taxi zu fahren. Ja? Also, so sieht Inflation dann in der Realität aus, dass man wirklich dann 100.000 Euro für ein Brot zahlen muss. Wir kennen das im Grunde aus Deutschland, aber viele haben es wieder verdrängt und wollen das auch nicht wahrhaben. Im Grunde, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gibt es ja nur zwei Szenarien. Also es kommt sozusagen so wie so ein Nieselregen ist die Inflation, ja, also über die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal 10% im Jahr, dann haben wir 100% Inflation gehabt, ja, mit Zinseszins mehr, aber dann sind die ganzen Staatsschulden weg. Gut, alle haben auch ihr Vermögen verloren vielleicht, aber dafür kommt dann das Grundeinkommen und vielleicht kommen rosige Zeiten, ja. Das wäre vielleicht so Szenario Nummer eins, Rieselregen. Oder natürlich das große Gewitter, die Blasen platzen. Weil wenn jetzt eine große Blase platzt, dann platzen, glaube ich, alle. Da sind wir uns relativ einig. Das sehe ich ähnlich. Ja, dann haben wir so eine Art Hyperinflationsszenario. Ja? Ist das schon mal generell korrekt? Na, ich denke, man arbeitet im Moment an einer dritten Lösung. Und zwar, man versucht ja eine neue Art von Geld einzuführen. Also wir haben ja jetzt in der Vergangenheit erlebt, dass das digitale Geld immer weiter vorangetrieben wurde, dass das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wurde. Und im Moment läuft ein Projekt im Hintergrund, von dem die meisten Leute ganz wenig nur wissen. Und zwar, das ist die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Also daran wird ganz unter Hochdruck gearbeitet. Das ist im Moment wohl so das wichtigste Projekt auf der Welt und das wird die Zukunft der Menschheit in die eine oder die andere Richtung lenken. Also digitales Zentralbankgeld. Das große Problem der Zentralbanken, die ja das System in den letzten Jahren am Leben erhalten haben, ist, die können nur zwei Dinge machen. Die können immer mehr Geld ins System pumpen, was sie ja auch tun, und die können die Zinsen immer weiter senken. Und das Problem, was wir jetzt seit März 2020 haben, ist, dass die Zinsen bei Null angekommen sind. Das heißt, es müssten jetzt Negativzinsen folgen. Negativzinsen würden aber das Bankensystem von innen her zerstören. Weil wenn eine Bank jemandem einen Kredit vergibt und dann am Schluss von dem weniger zurückhält, als es ihm gegeben hat, dann ist die Bank irgendwann pleite. Also dieses alte Kreditvergabemodell der Banken funktioniert unter Negativzinsen nicht mehr. Und dieses Problem will man jetzt zu lösen versuchen, indem man digitales Zentralbankgeld ausgibt. Digitales Zentralbankgeld, die Endvorstellung sieht so aus, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto hat, und zwar nicht mehr bei einer Geschäftsbank, sondern direkt bei der Zentralbank. Das sieht auf den ersten Ausblick so aus, als wenn das alles sehr schön einfach und sehr schön durchsichtig wäre. Nur das Problem ist, dass jeder von uns damit zu 100% von der Zentralbank abhängig wäre. Also dieses digitale Zentralbankgeld wäre nämlich programmierbares Geld. Das könnte uns zum Beispiel auferlegen, dass wir Geldzahlungen, die wir bekommen, nur für bestimmte Zwecke ausgeben. Das könnte Geldzahlungen an bestimmte Zeiträume binden. Das könnte auch sagen, dass Geld ein Verfalldatum hat. Und das würde bedeuten, dass die Zentralbank und damit der Staat über jeden einzelnen unserer Zahlungsvorgänge informiert ist. Das wäre für mich so ungefähr dieses Albtraum-Szenario, das Benito Mussolini mal vorgeschwärmt hat. Das ist der autoritäre Korporatismus in Reinkultur. Ja, die Banken wären ja auch schon längst eigentlich pleite, wenn nicht eine Gesetzesänderung im Rahmen der Corona-Maßnahmen erlassen worden ist, nämlich dass sie nicht mehr die Verluste aus dem Kreditausfall in die Bilanz buchen müssen. Richtig. Das weißt du wahrscheinlich. Also, das heißt im Klartext, eben da das Geld quasi aus der Luft geschaffen wurde, verpufft es auch in Luft, wenn sie nicht den Kredit zurückbezahlt bekommen. Das ist das Einzige, was die Bank momentan noch am Leben erhält. Die Sparkasse, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, hat ja an Frau Merkel persönlich einen Brief geschrieben, einen Notbrief, einen Brandbrief, wo er gesagt hat, so können wir nicht arbeiten. Ja. Und das Bankensystem ist so, wie es, wenn es weiter so läuft wie bisher, natürlich am Ende. Das ist gar keine Frage. Aber man sieht eben daran, wenn man Gesetze ändert, wie viel man dann auch da noch manipulieren kann an dieser Maschine und wie viel Rädchen man da noch drehen kann. Richtig, und das ist die große Frage im Moment. Wie viele Rädchen kann man noch drehen, bevor alles in sich zusammenkracht? Aber wir haben in den letzten Jahren ja gelernt, dass es da doch immer neue Möglichkeiten gibt und dass diejenigen, die diese Maßnahmen einführen, auch sehr erfinderisch sind. Ja. Also, ja. Genau, und auch sehr rigoros. Also, ja, dieses neue Zentralbankgeld. Also, ich stelle mir das dann so vor: jeder Bürger hat dann ein Konto bei der EZB.
Das ist im Grunde dann sozusagen für Europa die Weltbank, ja, Ja. sozusagen vom Prinzip. Es gibt dann, wahrscheinlich gibt es die Sparkasse so gar nicht mehr, oder sie ist dann so eingepreist in die EZB, halb verstaatlicht oder auch nicht, das wissen wir nicht so genau. Aber ich hätte dann sozusagen ein Konto bei der EZB, bekomme vielleicht auch mein Grundeinkommen dann darauf gezahlt. Das ist ja erstmal schön, dann kann ich ja shoppen gehen, super. Hab's vielleicht auf dem Handy wie in China, die haben ja da WeChat, also ganz toll. Man bezahlt nur noch eigentlich mit einem QR-Code, kann sogar Trinkgeld damit geben. Ich habe es mal selbst in Shanghai so gesehen. Taxifahrer, selbst ein Kaugummi kann man damit bezahlen, fantastisch. Einziger Nachteil, sagst du, ist also quasi von der ersten bis zur letzten Windel im Leben ist dann aufgezeichnet, ist Es digital ist, gespeichert. Man ist nicht nur gläserner Kunde, man ist gläserner Bürger. Ja, es man hat ist, echt gar keine Privatsphäre mehr. Es ist alles dann. es ist die absolute und totale Kontrolle des Einzelnen. Und darauf läuft alles hinaus. Also man muss sich nur sehen, was in China schon Fakt ist, wie in China das ganze System funktioniert. Und dann hat man ungefähr die Zielvorgabe, auf die alles bei uns hinausläuft. Aber nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und was ganz interessant ist, ist, dass sowohl die USA da an diesem digitalen Zentralbankgeld arbeiten, als auch China daran arbeitet, als auch Europa daran arbeitet. Inzwischen sind es über 40 Zentralbanken, die offen zugeben, dass sie daran arbeiten. Es gab großflächige Tests, also in China, in der Großstadt Shenzhen, hat man einen großen Test durchgeführt. Die Amerikaner testen den Sand-Dollar im Moment auf den Bahamas. Also da haben 360.000 Leute jetzt ein solches digitales Zentralbankkonto. Da wird das alles weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit vorbereitet. Wie gesagt, der Hintergrund ist der, dass man auf diese Art und Weise einmal Negativzinsen einführen kann. Man kann den Leuten tatsächlich was wegnehmen. Man kann das Geld an Zeiträume binden. Man kann aber auch steuern. Man kann mit diesem Geld, man könnte sogar Flüsse könnte man steuern. Man könnte sagen, das Geld ist für die und die Zeit in dem und dem geografischen Bereich gültig. Danach gilt es nur noch dort. Also da gibt es alle möglichen albtraumartigen Szenarien, wie man dieses Geld einsetzen kann. Es gibt noch ein ganz interessantes Faktum, und zwar das ist, dass im Hintergrund eigentlich auch eine Kooperation läuft zwischen den USA und China. Also uns wird ja immer vorgespielt, dieser große Konflikt zwischen den USA und China. Die USA haben ja unter Trump diverse Zölle und Tarife erhoben und viel mit dem Säbel gerasselt gegen China. Die Chinesen rasseln gerne mit dem Säbel gegen die USA. Es gibt dann immer diese Auseinandersetzung im südchinesischen Meer. Da wird den Leuten immer suggeriert, dass hier zwei Länder wirklich gegeneinander arbeiten. In Wirklichkeit arbeiten aber ganz entscheidende Leute im Hintergrund zusammen. Also es hat im letzten Monat hat es in China eine Konferenz gegeben vom International Finance Forum. Und das ist so etwas so Ähnliches, so ungefähr sowas wie das WEF in Europa. Also da sitzen wirklich ganz hochrangige Leute aus der Finanzindustrie zusammen. Der Unterschied zum WEF, also zum World Economic Forum in Davos, besteht darin, dass das International Finance Forum von der Kommunistischen Partei Chinas geführt wird. Also der Chef und die sechs Stellvertreter sind alles hohe Kader der chinesischen Kommunistischen Partei. Gut, auf dieser Sitzung Anfang des vergangenen Monats hat einer der führenden Kader der chinesischen Kommunistischen Partei, der für die Einführung des E-Yuan zuständig ist, gesagt, dass man im Moment überlegt, diesen E-Yuan möglicherweise auf dem Netzwerk von Ethereum oder auf dem Netzwerk von Diem herauszubringen. Nun muss man wissen, dass Diem die Nachfolgewährung von Libra ist und Libra ist die Privatwährung von Herrn Zuckerberg, also die Privatwährung von Facebook. Wenn die Chinesen das tatsächlich irgendwie auch wirklich nur in entfernter Zukunft im Auge haben, dann bedeutet das ja, dass es eine eine weltweite digitale Zentralbankwährung geben würde. Das heißt, dass da im Hintergrund an länderübergreifenden Lösungen bereits gearbeitet wird. Und das ist wirklich ein Phänomen, was sehr interessant ist, weil das bestätigt nämlich meine These, dass die Regierungen in unserer Zeit nichts anderes mehr sind als Marionetten, die für eine viel größere und stärkere Kraft im Hintergrund arbeiten, nämlich für den digital-finanziellen Komplex. Ich bin der Meinung, dass die Welt seit spätestens so ungefähr vor 15 Jahren und spätestens seit der Krise von 2007, 2008 vollständig in den Händen des digital-finanziellen Komplexes ist. An der Spitze dieses Komplexes stehen die fünf Digitalkonzerne, die ich schon erwähnt habe, und die großen Vermögensverwaltungen. Denen zuarbeiten, tun die ganzen Zentralbanken. Die Zentralbanken sind also heute das wichtigste Instrument, um das System am Leben zu erhalten, was diesen digital-finanziellen Komplex an die Spitze der Welt gesprudelt hat.
Wichtig ist noch, dass die auch noch ein paar andere Helfer haben. Die haben als Helfer zum Beispiel das World Economic Forum. Die haben die ganzen Stiftungen. An der Spitze steht da die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die haben die Group of 30, wo sich die ganzen Zentralbankenbanker treffen. Die haben auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die ganz wichtig ist, wo sich auch die Spitzen des Finanzsystems treffen. Also die haben die haben natürlich noch eine ganze Menge Thinktanks, für sie arbeiten. Und diese ganzen Organisationen arbeiten hinter den Kulissen ganz eindeutig zusammen und halten die Fäden in unserer Zeit in der Hand. Und ich denke, dass gerade die Corona-Krise uns sehr deutlich zeigt, dass die Regierungsvertreter, die Minister, auch die Chefs der Regierung in Wirklichkeit nicht mehr irgendwie ihre eigene Meinung vertreten, sondern eigentlich nur noch Handlanger dieses digital-finanziellen Komplexes sind. Macht ja auch bis zu einem gewissen Grade Sinn, weil es ja nun mal ein globales Problem ist, vor das alle gestellt sind. Also ist es ja im Interesse der Superreichen zu sagen, gut, stecken wir die Köpfe zusammen und schauen, dass wir eine Lösung gemeinsam finden, dass wir reich bleiben und alle anderen die Rechnung vielleicht bezahlen. Und die Menge der Superreichen hat ungeheuer zugenommen. Also im letzten März 2020 gab es 240 Milliardäre, die ihre Milliarden im IT-Geschäft gemacht haben. Inzwischen sind es 365. Ja. Das erste Mal, als ich einen ähnlichen Gedanken hatte, dass vielleicht Amerika und China gar nicht so feindlich gegenüberstehen, wie uns das immer verkauft wird, war, als Xi Jinping zum WEF, zum World Economic Forum, eingeladen wurde und kam und es frenetischen Applaus gab für seine Rede. Da dachte ich mir, ist ja interessant, dass ein Kommunist zu einer kapitalistischen Vereinigung kommt und dann da redet. Und ja, sehr spannend. Also ganz kurz auch nochmal dazu an alle. Also das Bilderberger-Treffen zum Beispiel war auch jahrzehntelang verrufen als Verschwörungstheorie, ist inzwischen durch, dass man sich trifft. Da kommt eine Frau Lagarde, ja, trifft sich also mit Frau Merkel und zwar hinter verschlossenen Türen. Und genauso ist es eben ungefähr beim WEF, beim World Economic Forum, unter der Schirmherrschaft von Klaus Schwab. Und das ist auch eine sehr interessante Figur, über die ich gerne mal ganz kurz mit dir reden möchte, weil er im Grunde genommen, ich glaube mit 33 Jahren zum ersten Mal diesen WEF ins Leben gerufen hat, also unglaublich jung, und es kamen sofort wie viele? 440 Top-Manager aus der ganzen Welt und zwar aus 31 Ländern. Ja. Da macht er was richtig, was wir falsch machen, Ernst. Also das hat mich natürlich auch stutzig gemacht, als ich diese Zahlen gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, also da müssen ja Leute dahinter stehen. Der muss ja irgendwelche Helfer im Hintergrund haben. Und deswegen habe ich mir den Lebenslauf von Klaus Schwab mal angesehen. Und der ist wirklich sehr interessant, weil Klaus Schwab ist ja ein Deutscher, dessen Familie aber die Generation davor in der Schweiz gelebt hat. Also sein Vater war Chef einer Maschinen- und Turbinenfabrik namens Escher-Wies. Und hat in Zürich gearbeitet. Also das war eine Firma mit ungefähr 1200 Leuten. Hauptsächlich Ingenieure haben da gearbeitet und die waren technisch damals wohl absolut auf der Höhe der Zeit. Interessant ist, dass diese Firma in den 30er Jahren von Zürich aus nach Ravensburg am Bodensee, also auf die deutsche Seite, gewechselt ist. Und dass die dort dann der nationalsozialistischen Wehrmacht zugearbeitet haben. Die haben nämlich geholfen, das Rüstungsprogramm der Deutschen mitzuentwickeln. Interessant ist, dass der Betrieb Escher-Wies dann in Ravensburg ausgezeichnet wurde als nationalsozialistischer Musterbetrieb und dass er auch Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Und dass die Familie von Klaus Schwab eben auch ganz stark privilegiert war, weil während des Zweiten Weltkrieges, dann durfte man nicht über die Grenze, also da waren die Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland weitgehend geschlossen, aber diese Familie durfte immer hin und her reisen. Also das nur erstmal zu dem Hintergrund, dem familiären Hintergrund. Nun will ja niemand irgendjemandem auf der Welt die Verfehlungen der Eltern vorwerfen, aber das zieht sich leider dann weiter bei Klaus Schwab. Also Klaus Schwab hat dann studiert und zwar einmal an der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und anschließend an der Universität in Fribourg in der Schweiz. Er hat da einmal einen Ingenieursabschluss gemacht und dann einen Abschluss in Volkswirtschaft. Interessant ist, was er danach gemacht hat. Danach hat er ein Jahr an der Harvard Business School verbracht und ist da Schüler von Henry Kissinger gewesen. Also da hat er so seine Fühler ausgestreckt zu den ganz großen Machthabern, zu der ganz großen Elite, weil Henry Kissinger ist eine der absoluten Schlüsselfiguren des vergangenen Jahrhunderts gewesen. Und außerdem hat er in den ersten Jahren seines Lebens, bevor er mit 33 Jahren dann das World Economic Forum ins Leben gerufen hat, hat er nochmal für die Firma Escher-Wies gearbeitet. Und die Firma Escher-Wies hat in der Zeit, wo er für die gearbeitet hat, ist die einen Merger eingegangen, also ist zusammengegangen mit der Firma Sulzer. Und die beiden Firmen sind zusammengegangen und haben dem südafrikanischen Atomprogramm zugearbeitet. Das ist auch ganz interessant, weil damals
Verlauf des Wettrüstens zwischen der Sowjetunion einerseits und den USA andererseits waren die USA, unter anderem auch Henry Kissinger, natürlich höchst interessiert daran, die Südafrika mit Atomwaffen zu bestücken, als eigenen Partner dann auf dem afrikanischen Kontinent. Und an diesem Projekt hat die Firma Sulzer unter damals Klaus Schwab mitgearbeitet. Interessant ist, dass er im Rahmen des World Economic Forums immer eintritt für eine atomwaffenfreie Welt. Das zeigt also zumindest, dass er moralisch sehr flexibel ist. Interessant also nochmal zurück, 33 Jahre war er alt, da hat er diese erste, die hieß damals noch European Management Conference, einberufen. Und da sind tatsächlich also ganz hochrangige Vertreter aus aller Welt hingekommen. Unter anderem übrigens auch Hermann Josef Abs, der Chef der Deutschen Bank, der ja auch eine sehr dubiose Vergangenheit hat, weil er nämlich die Arisierung jüdischer Vermögen im Dritten Reich organisiert hat. Also da gab es auch keine moralischen Bedenken. Gut, diese Organisation ist dann weitergetrieben worden, über die existiert inzwischen ja seit 50 Jahren. Da haben sich die Reichen und die Elite der Welt über 50 Jahre immer wieder da in diesem kleinen Schweizer Skiort Davos getroffen. Interessant ist, wie sich das so langsam entwickelt hat. Also am Anfang waren es tatsächlich nur Topmanager. Dann kamen nach einiger Zeit auch Politiker dazu. Und dann hat man wohl erkannt, dass es auch wichtig ist, Leute aus den Medien dazu zu nehmen. Und dann hat man gedacht, dass es für das Image auch nicht schlecht ist, wenn man bekannte Popstars und bekannte Sportler auch mit in diese Mischung mit einbringt. Also nur um ein paar Namen zu nennen, also Lance Armstrong, der fünffache oder siebenfache, glaube ich, Tour de France-Gewinner, ist einer von den Leuten aus diesen Young Global Leaders. Also das müsste ich vielleicht noch erklären. Also die haben dann auch eine eigene Kaderschmiede in die Welt gebracht. Und zwar ab 1992 haben die ein Programm gestartet, das hieß Global Leaders of Tomorrow. Da wurden Leute unter, ich glaube, 43 oder unter 40 genommen, die irgendwie vielversprechend in der Welt agiert haben und von denen man glaubte, dass sie also in Zukunft also die Führungsposition in Politik oder in Wirtschaft übernehmen würden. Ganz interessant ist, dass in der ersten Klasse ganz viele Namen auftauchen, die heute ganz, ganz bekannt sind. Also in der ersten Klasse der Class of 92, da saßen unter anderem Bill Gates, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Manuel Barroso, mehrere andere, die wirklich in absoluten Schlüsselpositionen später gearbeitet haben. Und diese Leute, die werden dann so über ein Jahr lang mehrmals zusammengebracht, die machen dann einige Kurse durch, die lernen dann was über Rhetorik, dann ein bisschen was über den Hintergrund, was die Wirtschaft angeht, was Management und politische Methoden angeht. Das Wichtigste ist aber, dass die sich untereinander vernetzen. Das heißt, der eine hat vom anderen die Handynummer und wir wissen ja alle, das ging unter Journalisten in Berlin ja des Öfteren mal rum, dass Angela Merkel zum Beispiel die Handynummer von Bill Gates hat. Also die hat sie nicht jetzt erst bekommen, die hat sie vermutlich seit 1992, als die beiden zusammen in dieser Klasse war. Also das ganze Programm hat 1992 angefangen und geht bis heute weiter. Wir wissen ja alle, inzwischen in der letzten Klasse von 2020 hat Frau Baerbock gesessen. Die wird ja jetzt im Moment promotet. Aber interessant ist auch, wer dann vorher da drin war. Also an deutschen Politikern ganz prominent vertreten waren führende FDPler. Also da war Herr Kubicki war dabei, Frau Leutheusser-Schnarrenberger war dabei, Guido Westerwelle war dabei. Dann bei den Grünen war Cem Özdemir einmal dabei in der Klasse von 2002. Unter den ganz großen Namen, Jeff Bezos war auch in einer Klasse dabei, Steve Ballmer, der CEO von Microsoft, war auch dabei. Also wir finden da so ein Netzwerk von Politikern, von Wirtschaftsführern und von Medienvertretern. Also Sandra Maischberger war zum Beispiel in der gleichen Klasse wie Cem Özdemir. Anderson Cooper, einer der Anchormen von CNN, war auch in einer dieser Klassen. Also wenn man da mal tiefer bohrt und guckt, wer alles da drin war, das sind inzwischen 1300 Leute, dann ist das eigentlich die Elite der Welt, die heute die wichtigen Entscheidungen für uns alle trifft. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn wir sagen, das Großkapital regiert und hat sozusagen einfach Handlanger, die für das normale Regierungsgeschäft zuständig sind, dann ist es ja logisch, dass man die einlädt und mal ein bisschen frisch macht, ja. damit alle an einem Strang ziehen. Da wiederholt sich auch ein Muster. Es erinnert mich wirklich sehr an die Bilderberger-Treffen, wo ja auch Bill Clinton eingeladen wurde, bevor er Präsident wurde und Angela Merkel auch, bevor sie Kanzlerin wurde. Ja. Also da ist ein Muster da, ja. Aber wie gesagt, macht ja Sinn. Es gibt auch noch eine interessante Figur, die ganz wenig Erwähnung findet, die ich jetzt auch noch aufgetrieben habe unter den Absolventen dieser Young Global Leaders Kurse. Ja. Und das ist Philipp Rösler. Das ist ganz interessant, weil Philipp Rösler war in Deutschland Gesundheitsminister. Er war Gesundheitsminister von 2009 bis 2011. Er ist dann anschließend von 2011 nach oben gerückt und ist dann Außenminister und Vizekanzler gewesen.
Dann 2017 ist die FDP ja nicht mehr, ab 2017 war die FDP nicht mehr an der Regierung, hat er seine Jobs also verloren. Dann ist er in das World Economic Forum gegangen und ist da der Generalmanager des World Economic Forum geworden, und zwar für 3 Jahre. Inzwischen arbeitet er für eine ganz große Stiftung, die für den größten Mischkonzern in China verantwortlich ist. Also da sieht man auch, wie diese Leute miteinander verwoben sind. Und ich finde ganz besonders interessant ist die Tatsache, dass er Gesundheitsminister gewesen ist, weil Klaus Schwab ja einer der ganz großen Profiteure der Corona-Krise ist und ja auch gesagt hat, dass man die Corona-Krise so als ein Window of Opportunity, also ein Fenster der Gelegenheit sehen muss, um die gesamte Welt neu zu gestalten. Genau das ist der wichtige Punkt. Denn vielen ist vielleicht noch gar nicht klar, was Klaus Schwab so für Aussagen gemacht hat. Er hat ja das Buch geschrieben, The Great Reset. Genau. Und ich muss sagen, ich bezeichne es gerne als Mein Kampf 2.0, weil es ist im Absolut. Grunde eine Ansage an die Menschheit. Er hat das geschrieben vor der Corona-Krise und dann kam es aber in der Corona-Krise raus. Natürlich auch ganz spannend, weil wo kommt das Buch plötzlich her? Ja? Wo er sehr krasse Aussagen gemacht hat. Zum Beispiel, es wird keine Rückkehr zur Normalität geben, sagt er glasklar. Er empfiehlt, dass wir diese Krise nutzen als Chance, wie Rockefeller es auch schon immer gesagt hat. Es braucht die nächste, die größere Krise und die Menschen werden die neue Weltherrschaft akzeptieren. Also er will die Krise als Chance haben, um die Menschheit zu transformieren, wie er es nennt, eben in die nächste Form. Und diese neue Form ist offensichtlich so eine Art, ja, Milliardärsozialismus, wo eine ganz kleine Riege sozusagen weiter im Kapitalismus lebt und die meisten im Kommunismus. Und ja, das ist wirklich wichtig, das zu verstehen, denn Originalzitat Klaus Schwab, und da schämt er sich gar nicht für, da stellt er sich vor die Kamera hin und sagt eben nach Davos 2020, nach dem BF-Treffen, hat er dann gesagt, ja, bis 2030 werden 99% der Menschen nichts mehr besitzen und glücklich sein. Das ist ja mal eine Ansage. Das ist eine Kampfansage im Grunde an die Mittelschicht, das ist eine Kampfansage an uns alle, ja, weil ich fühle mich schon den 99% zugehörig, muss ich gestehen. Absolut. Ja, das ist wirklich also eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und die geht ja auch noch weiter bis in dieses Digitale, in diese biometrische Erfassung der Menschen, in den Transhumanismus. Also Klaus Schwab hat ja keine Hemmung damit zu sagen, dass der Mensch tatsächlich sich Chips implantieren lassen sollte und dass es eine Fusion geben muss zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz, um den Menschen auf ein neues Level zu bringen. Also das sind alles ganz, ganz gefährliche Aussagen, die also jedem Eugeniker im Dritten Reich gut zu Gesicht gestanden hätten. Exakt. So, jetzt, das ist wirklich ein sensibles Thema. Ich möchte das wirklich detailliert beleuchten. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt sehr ausführlich über Klaus Schwab gesprochen. Warum sollte man sich für Klaus Schwab interessieren? Wer ist diese Person? Ja, wichtig, unter seiner Schirmherrschaft kommt Angela Merkel, Xi Jinping, der Präsident von China, Putin kommt, ja, Joe Biden, vorher Trump, die Präsidenten und das Großkapital, also wirklich die Top, besser geht's nicht. Die kommen alle unter seiner Schirmherrschaft zusammen, schütteln sich die Hände, reden miteinander, auch hinter verschlossenen Türen, genauso ein bisschen wie bei den Bilderberger-Treffen früher. Die Presse ist nur im Forum eingeladen und hinter den verschlossenen Türen finden dann die eigentlichen Gespräche statt. Und einfach noch ein paar Aussagen von Klaus Schwab, damit wir mal ein bisschen sehen, wohin die Reise geht. Er sagt zum Beispiel auch, also Krankenhäuser soll es nicht mehr geben, brauchen wir nicht mehr. Denn ja, dank dem Transhumanismus oder Elon Musk, wenn er irgendwelche Mikroroboter dann erfunden hat, sollen uns Organe nachwachsen, einfach weil wir uns irgendwelche Spritzen geben. Ja, das ist natürlich ein Grund, die Krankenhäuser jetzt schon wegzurationalisieren, in der Hoffnung, dass wir dann demnächst uns neue Nieren und Lebern wachsen lassen können. Ja, das ist doch toll. Das ist ein ultra gefährlicher Trend und der hat natürlich auch mit der Digitalisierung der Medizin zu tun, weil die Pharmakonzerne sind ja inzwischen mit der Digitalindustrie verschmolzen. Und da kommt natürlich auch die gegenwärtige Gesundheitskrise wieder ins Spiel, weil diese Gesundheitskrise hat den Pharmakonzernen dazu verholfen, eine Unmenge an Daten zu bekommen über uns alle. Und die Zukunft der Medizin, wie die Zukunft von allem, was im Moment in der Welt existiert, ist eigentlich. Besteht eigentlich dadurch, dass man alles digitalisieren will. Also die Zukunft der Medizin sieht so aus, dass man in Zukunft dann keine Krankenhäuser mehr hat, dass man auch keine Apotheken mehr hat, sondern dass jeder seinen eigenen Gencode hat und dass aufgrund dieses Gencodes dann irgendwo digital entschieden wird, dieser Mensch braucht diese oder jene Impfung oder dieses oder jenes Medikament und dass man das dann digital irgendwie bezieht. Natürlich ist das eine Welt, in der also Arbeitsplätze zum Beispiel so gut wie gar keine Rolle mehr spielen, weil die ganzen Arbeitsvorgänge werden roboterisiert werden. Und das ist auch eines der größten Probleme, was wir auch noch unbedingt ansprechen müssen, ist das Wegfallen von Millionen und Abermillionen von Arbeitsplätzen im Zuge dieser großen Digitalisierung. Aber wichtig ist eben auch diese Folge für den einzelnen Menschen, dass der Mensch da auf diese Art und Weise praktisch
mit der künstlichen Intelligenz verbunden wird. Also um diesen Weg in die Zukunft sich mal vergegenwärtigen zu können, sollten unsere Zuschauer hier alle mal nachsehen, was die Unternehmen von Elon Musk machen. Elon Musk hat ja Unternehmen wie SpaceX, Starlink, und der hat ja auch das Unternehmen Neuralink, wo allen Ernstes die Menschen verchippt werden, um dann eben ohne ihre Ohren einzusetzen noch Musik hören können und so weiter. Also das sind so diese ganzen Zukunftsvisionen, auf das alles hinsteuert. Und das Schreckliche ist, dass diese ganzen Entwicklungen im Hintergrund passieren und dass die normalen Menschen überhaupt keinen blassen Schimmer davon haben, wie weit diese Entwicklung vorangeschritten ist. Also ich will mal ein Beispiel aus einem anderen Sektor nehmen. Und zwar ist das die Bestückung des Weltalls mit Satelliten, um das gesamte Internet weltweit nur noch über Satelliten laufen zu lassen. Und zwar Breitbandinternet, also sehr schnelles Internet. Elon Musk hat im letzten Monat angekündigt, dass seine Firma Starlink ab diesem August, also in diesen Tagen, bereit ist, dieses Internet weltweit zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich wirklich in Ohnmacht gefallen, als ich das gelesen habe und habe mich dann mal informiert. Und dann habe ich erfahren, dass inzwischen 1600 Satelliten dieser Firma schon im Umlauf sind. Und Elon Musk in seiner zynischen Art und Weise hat gesagt, also jeder auf der Welt kann über uns jetzt ins Internet, ausgenommen denen, die am Nordpol und am Südpol leben. Das große Problem dabei ist nicht nur, dass jetzt schon dieser ganze Schrott da im Weltraum hin und her fliegt und dass dadurch natürlich auch riesige Unfälle da oben möglich sind, sondern dass inzwischen 40.000 weitere Satelliten beantragt sind bis 2029. Also da gibt es inzwischen auch schon einen Aufschrei unter Astronomen und unter den ganzen ökologischen Organisationen der Welt, weil das den Himmel, den Nachthimmel auf jeden Fall in gewisser Weise verdunkeln wird und also astronomische Forschung zum Beispiel unmöglich machen wird. Es wird natürlich aber auch in drastischer Weise die Unfallmöglichkeit da oben erhöhen. Aber die allerschlimmste Folge von dem Ganzen ist, dass wenn dieses Internet einmal wirklich von vielen, vielen Menschen auf der Welt genutzt wird, dass dieses Internet tatsächlich nur von einer einzigen Person, nämlich von Elon Musk, beherrscht wird. Und das ist das Gleiche. Wir werden dann bei den Zentralbanken werden wir unser Geld haben und unsere Informationen werden wir dann über das Netzwerk von Elon Musk bekommen. Interessant ist noch das, was in den letzten Wochen sich so ereignet hat. Wir haben ja diesen Wettlauf gehabt. Erstmal ist ja Richard Branson in den Weltraum geflogen, dann anschließend ist Jeff Bezos hinterher geflogen. Ich denke, das waren mehr oder weniger so Verzweiflungsaktionen der beiden, weil Richard Branson war in diesem Rennen auch mit drin, um die Ausstattung des Weltalls mit Internetsatelliten. Aber der ist rausgeflogen, der hat sich auf eine Firma eingelassen, die inzwischen pleite gegangen ist und mir gegen ihn prozessiert. Also der ist aus dem Rennen raus. Und Jeff Bezos mit seinem Blue Origin ist in diesem Rennen auch ein bisschen zurückgefallen und hat dann wahrscheinlich sein Ego dadurch beruhigt, dass er mal in den Weltraum geflogen ist, was eben Elon Musk noch nicht gemacht hat. Gut, also wir fassen zusammen, es ist eben, der Weltraum wird auch privatisiert, kann man Genau. einfach sagen. Ja, das Internet wird privatisiert. Das sind ja alles Trends, die hatten wir schon mal. Ja. Der einzige Unterschied ist vielleicht im Gegensatz zu früher, wo eben es ja auch schon die Eisenbahn-Tycoons gab, ja, wo Rockefeller eben auch zerschlagen wurde, also wo das diese Monopole eben eigentlich und Kartelle eben noch vom Staat dann zurückgewiesen wurden oder eben zerschlagen wurden, ist das eben nicht mehr der Fall. Monopole sind jetzt gewollt und gewünscht, kann man fast schon sagen. Gut, okay. Aber was heißt das denn jetzt konkret für den Einzelnen? Ich meine, jetzt könnte ich ja auch sagen, aber Elon Musk ist doch ein toller Typ, der schickt mich demnächst zum Mars und gibt mir hier einen Link in den Kopf und dann kann ich irgendwie mit dem Gehirn googeln. Es ist ja vielleicht auch eine neue, schöne neue Welt sozusagen, die sich hier auftut. Ich finde, man sollte noch mal ein bisschen klären, was das eigentlich für den Einzelnen bedeutet, also Na, im das bin Alltag. Das Schlimmste ist die absolute Abhängigkeit dann von anderen, dass man also, dass der Mensch dann nicht mehr selbstbestimmt ist. Also der Mensch gibt seine Selbstbestimmtheit dann auf zugunsten eines Transhumanismus. Und dieser Transhumanismus wird ja nicht von dem Einzelnen gelenkt, sondern von denen, die diese ganzen Techniken und diese ganzen technischen Fortschritte dann entwickeln. Also, und ich finde, dass das alles Entscheidende im Leben ist die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen. Und die wird uns genommen. Die wird uns ja im letzten Jahr in immer schärferer Weise genommen, weil dieser digital-finanzielle Komplex inzwischen so unheimlich viel Macht hat, dass er fast alles auf der Welt bestimmen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Lockdown reinkommen, dann ist das deswegen, um den Rest des Mittelstandes auch noch der Plattformökonomie zu unterwerfen. Also wichtig ist gerade diese Plattformökonomie, dass das Internet auch eine Art der Ökonomie geschaffen hat, die es früher noch nie gegeben hat. Also Plattformökonomie, das sind also zum Beispiel Amazon ist der größte Einzelhändler inzwischen der Welt, funktioniert alles übers Internet. Dann haben wir die Booking.com zum Beispiel, die das ganze Hotelgewerbe sich unterworfen haben. Dann haben wir Uber und Lyft, die das Taxigewerbe weltweit an die Wand gedrückt haben.
Dann gibt es andere Firmen, da gibt es MyHammer, die versuchen gerade im Moment das ganze Handwerk unter sich zu bringen. Im Grunde ist diese Plattformökonomie, wenn man es ein bisschen überspitzt formulieren will, das ist nichts anderes als junge Schnösel in Hochglanzbüros vor ihren Computern, die ein paar Tasten drücken und daran verdienen, dass andere Leute für sie die Arbeit leisten, weil die vermitteln nur. Okay, also quasi schöne neue Welt und über das Vehikel der Utopie kommt sozusagen die Dystopie in unser Leben, also die totale Vollüberwachung. Ein Handy ist eigentlich eine tolle Sache, aber wenn mein Handy plötzlich darüber bestimmt, wie ich zu leben habe, statt umgekehrt, dann haben wir ein Problem. Also das Internet von morgen ist dann privat, also könnte sozusagen ein Elon Musk oder wer auch immer dann noch dahinter steht, entscheiden, wie viel Internet bekomme ich denn? Wie viel Empfang habe ich denn jetzt? Das kann man alles drosseln, das haben wir in China auch schon gesehen. Das funktioniert fantastisch. Sehen wir bei uns auch, wie zensiert wird im Moment. Also Du bei auch, du Facebook, ja, bist auch genau, betroffen ja. davon, ja, wir noch nicht, aber mal schauen wir nach dem Video. Ja, genau. Ja, genau, und dann kommt natürlich noch die große Macht hinzu, nämlich dann kann auch noch jemand entscheiden, wie viel Geld jemand bekommt und sogar, was ich theoretisch mit diesem Geld machen darf. Wenn ich das richtig verstanden habe, was du vorhin gesagt hast, dann heißt das im Klartext, der digitale Euro ist dann so gestaltet, dass ich zum Beispiel, ich darf dann nicht mehr tanken, zum Beispiel. Man könnte mir vorschreiben, was ich kaufen darf und was ich nicht kaufen darf. Es hätte ein Verfallsdatum, das heißt, man schreibt mir dann vor, okay, du darfst nur noch in dieser Woche so und so viel Geld ausgeben. Man muss dann sozusagen von Woche zu Woche, wahrscheinlich wird man es dann von wochenweise, nicht nur monatsweise machen, sich weiter hangeln und ist quasi abhängig wie ein Kranker vom Tropf. Und ja, man ist abhängig von den Superreichen, die dann sozusagen wie Brot an die Armen, Brot und Spiele gab es ja auch schon im Römischen Reich, an die Armen geben und wer nicht mitspielt, der fällt raus aus der Gesellschaft. Ja, so. Interessant ist auch der Hintergrund. Das ist ja, also dieses digitale Zentralbankgeld ist ja nicht eine humanitäre Aktion, obwohl es dann wahrscheinlich schlussendlich so verkauft werden wird. Weil meine Vermutung ist, dass man das digitale Zentralbankgeld über das universelle Grundeinkommen einführen wird. Und dass das da gibt es einen Plan dahinter. Aber interessant ist, dass dieses digitale Zentralbankgeld dazu dient, den Wegfall von so und so viel Konsumenten auszugleichen. Weil wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass Millionen und Abermillionen von Jobs verloren gehen. Also die künstliche Intelligenz, die steht in den Startlöchern und die wird die Arbeitswelt weltweit völlig verändern. Also es gibt ja schon Berechnungen von großen Gesellschaften, ob es Roland Berger ist oder Arthur Andersen oder so, die haben festgestellt, dass vermutlich innerhalb der nächsten 8 bis 10 Jahre mehr als 50% aller Arbeitsplätze weltweit fallen. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute, die diese Arbeitsplätze gehalten haben, als Konsumenten ausfallen, weil sie kein Geld mehr verdienen. Und denen muss dann eben Geld gegeben werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das Geld wird denen aber nicht gegeben, um ihnen einen Gefallen zu tun, sondern nur um denen, die die Wirtschaft in der Hand haben, einen Gefallen zu tun. Das ist der entscheidende Unterschied. Dann sind wir ja eigentlich dann ab einem bestimmten Punkt lästig. Also die ganzen Arbeitslosen und auch die Rentner, das ist ja auch ein Problem, was groß im Raum schwebt, da spricht ja auch keiner drüber. Die Rente ist quasi unbezahlbar in unserem jetzigen Geldsystem. Und spätestens da, selbst wenn alle Blasen, die Immobilienblase, Aktienblase, wenn das alles stabil sein sollte, dann ist in 10 Jahren trotzdem Schluss, weil dann so viel Rente gezahlt werden muss, dass das System in sich kollabiert. Aber ganz kurz, also ab einem bestimmten Punkt haben wir quasi, ich sag mal ganz krass, ausgedient. Die normalen Leute, die mit Arbeit ihr Geld verdient haben, braucht es dann eigentlich nicht mehr. Was es braucht, sind vielleicht ein paar fitte Astronauten für Elon Musk, damit er seinen Mars da bevölkern kann. Dann ist der Mars privatisiert, ja. Was braucht es noch? Es braucht ein paar tüchtige Chinesen, die vielleicht gut programmieren können. Ja, der Rest der Menschheit kann ja eigentlich weg, nicht wahr? Und das ist jetzt eine sehr, sehr krasse These, aber ich habe eine Sache, auf eine Sache bin ich gestoßen, die möchte ich hier an dieser Stelle auch mal einblenden. Das sind die Georgia Guidestones, die gucken wir uns mal an. Die sind 1980 erbaut, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Ich kannte sie auch nicht, es ist unglaublich. Die sind 6 Meter hoch, bestehen aus 6 Granitplatten mit einem Gewicht von 40 Tonnen und in 8 Weltsprachen werden dort Richtlinien verkündet, seit 1980, die einem wirklich die Sprache rauben. Ich möchte es mal die 10 Gebote der neuen Weltordnung nennen. Dort steht Folgendes, auf den Georgia Guidestones steht Folgendes, ich zitiere: Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Das ist Genozid. Das ist Ja. eine Androhung von Genozid. Ja. Ich muss ein neues Wort dafür, ja, das ist Humanozid oder Ja. Planetozid. Also, ich zitiere weiter: Lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Das ist Eugenik, Ja. aber vom Pur. Feinsten. Ich zitiere weiter: Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebenden Sprache,
Beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft. Klingt lyrisch, bedeutet nichts anderes als Weltsprache und Atheismus. Ja. Und der letzte Satz: Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen Pflichten. Und da musste ich natürlich an die Maskenpflicht denken, ja, an Impfzwang, an ja, das Rauben unserer Bürgerrechte. Und wie gesagt, die Georgia Guidestones stehen seit den 80er Jahren dort, von einem anonymen Spender errichtet, RC Christian. Wir wissen nicht, wer es erbaut hat, wir wissen es nicht, aber es ist mal wieder wie beim Great Reset von Klaus Schwab. Offenbar liebt es, eine kleine Gruppe von Menschen in Amerika sozusagen anzukündigen, was passieren wird. Und dieser erste Punkt, der da direkt in Granit gemeißelt, in 8 Weltsprachen und dann auch noch in Ägyptisch und Babylonisch obendrauf sozusagen auch nochmal bestätigt sozusagen, steht dort: Wir werden euch umbringen. Wir werden euch alle umbringen. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser weißen Mafia der Pharmaindustrie, die uns irgendwelche Spritzen in den Arm jagt. Bist du eigentlich geimpft? Nein. Würdest du dich impfen lassen? Aha. Sehr interessant. Weil da läuft vielleicht noch eine ganz andere Agenda, die so gruselig ist, dass ich gar nicht drüber reden will. Das kann ich gut glauben. Also aber weil wir eigentlich haben wir ausgedehnt. Also ja, wir können mal weg. Weil vielleicht ist das ja wirklich der Plan so ein bisschen. Ja? Also ich meine, es ist Georgia Guidestones, bitte wirklich selber auch mal googeln und recherchieren. Es macht einen fassungslos. Ja. Also ich will ganz kurz auch mal erklären, warum ich mich auch grundsätzlich nicht impfen lassen würde, weil ich habe mir einfach angeguckt, wer diese Impfstoffe produziert. Ja. Und ich habe mir angeguckt, welche Verfahren diese Unternehmen gegen sich haben laufen gehabt. Also die sind verklagt worden wegen aller möglichen Verbrechen und deswegen würde ich denen niemals über den Weg trauen. Ich würde kein einziges Wort von dem glauben, was deren Pressesprecher vor irgendwelchen Kameras bekannt geben. Also nur ein kleines Beispiel, Johnson & Johnson zum Beispiel ist zu einem Millionenbetrag verklagt worden, weil die Asbest in Kinderpulver gemischt haben. Also von solchen Leuten würde ich mir doch niemals irgendetwas unter die Haut spritzen lassen. Also ich kann es auch gar nicht begreifen, dass so viele Leute das so bereitwillig tun. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass sie einfach unter einer gewissen Form von Ahnungslosigkeit leiden, was diese großen Konzerne da angeht. Und der Druck wird immer weiter erhöht. Das ist natürlich wahr. Es ist jetzt ja wirklich, ich habe es lange gesagt, dass das kommen würde und wurde ausgelacht, dass der Impfzwang natürlich jetzt auch schon da ist. In Frankreich sollen ja Ungeimpfte in Krankenhäusern auch schon ein Zeichen tragen. Ja. Wer da nicht an den Judenstern denkt, dem kann ich langsam nicht mehr helfen. Ja. Eben jeder, der im Krankenhaus arbeitet oder im öffentlichen Dienst, muss sich impfen lassen. Ja. Und viele sind diesem Druck dann gefolgt. Also die Propagandamaschine läuft natürlich auch Tag und Nacht und funktioniert offensichtlich ganz gut. Da wird den Kindern Stress gemacht, dass sie ihre Großeltern bedrohen. Den Eltern wird Stress gemacht, dass sie ihre Mitarbeiter bedrohen. Also die Angstmaschine läuft Tag und Nacht. Ja. Genau, also ich bin auch absolut dagegen und kann es niemandem empfehlen. Vielleicht für diejenigen, die diesen Zusammenhang noch nicht so ganz klar erkannt haben. Also die Corona-Krise ist für die Elite in der Welt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Weil das Weltfinanzsystem hat dreimal vor seinem Ende gestanden. Also einmal 1998, da ist es von einigen Banken noch gerettet worden. Dann 2007, 2008, da drohte das wieder zusammenzukrachen. Da ist es von den Staaten gerettet worden und dann mussten die Zentralbanken einspringen und haben immer mehr Geld ins System gepumpt und die Zinsen immer weiter gesenkt. Und dann ist der nächste beinahe Crash passiert im März 2020. Und da war es dann so, dass man die Zinsen bis auf Null gesenkt hat und dass man nicht mehr Milliardenbeträge brauchte, um das globale Finanzsystem zu stabilisieren, sondern man brauchte Billionenbeträge. Und es gab natürlich, es gab schon in den Jahren vorher, gab es sehr viel Widerstand gegen die großen Geldzahlungen an die ganz Großen. Also wir haben ja erlebt, dass 2007, 2008 sich Occupy Wall Street damals gebildet hat. Und sehr viele Leute haben das ganz kritisch beobachtet und haben dann gedacht, also wenn das nochmal so weit geht, dass wieder die Großen gerettet werden und die Kleinen untergehen dabei, dann werden wir aufstehen und dann werden wir uns beschweren. Und genau als dieser erneute Crash 2020 passiert ist, genau da ist Corona passiert, da hat man die Weltwirtschaft angehalten und hat gesagt, wir tun das alles nur, um euch zu schützen. Und dann hat man riesige Beträge an die ganz Großen gezahlt. Also ein kleines Beispiel, um zu zeigen mal, wie die Großen bevorzugt wurden und die Kleinen benachteiligt wurden. Der deutsche Touristikkonzern TUI ist der größte Touristikkonzern auf der Welt. Der Tourismus ist durch den Lockdown auf null gefahren worden. TUI selber
gehört zu einem Viertel einer russischen Oligarchenfamilie. Tui hat 4,8 Milliarden Euro bekommen als Entschädigung für ausgefallene Gelder. Die einzelnen Kinder, Zimmermädchen, die Köche, die Fahrer, die in den einzelnen Ferienzentren gearbeitet haben, vor allem in aller Welt, haben gar nichts bekommen. Die sind einfach entlassen worden. Also wer in Ägypten oder in Tunesien oder auf Bali oder so für TUI gearbeitet hat, der wurde einfach in die Arbeitslosigkeit entlassen. Also diese Riesengelder von 4,8 Milliarden sind direkt in die Tresore von Oligarchenfamilien und von Großinvestoren von TUI geflossen. Und das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja, aber es ist natürlich auch so, ich denke, da sind wir uns auch einig, dieses Kartenhaus der Aktienblase ist halt so fragil geworden, dass man da quasi immer mehr noch reinpusten muss, damit es eben überhaupt stabil bleibt. Ja? Und das erklärt vielleicht auch, warum so viele große Konzerne eben Geld bekommen haben, damit es eben nicht zu irgendeinem Aktiencrash kommt. Ja? Der Aktienmarkt ist ja maximal manipuliert. Ja? Absolut, ja. Ja, ich möchte ganz gerne mal auch noch die Kurve bekommen und jetzt mal über das Positive reden. Also was wir vielleicht irgendwie tun können oder was du dir vorstellst, was ein positiver Trend wäre. Du hast ja jahrelang, wollte ich jetzt schon sagen, das stimmt gar nicht. Du hast in der Serie Wolf of Wall Street immer wieder, mindestens ein Jahr lang, das demokratische Geldsystem gefordert. Ja. Genau. Also wenn dieses alte Geldsystem sowieso marode und am Ende ist und auch eigentlich, Entschuldigung, faschistoid. Ja, absolut. Dann wäre doch schön mal zu wissen, was wäre denn eine Alternative dazu? Was wäre ein demokratisches Geldsystem? Naja, das Erste, was man dann wissen muss, ist, dass Geld an sich selber undemokratisch ist. Also egal in welcher Form es daherkommt, Geld hat die Eigenschaft, sich ungleich zu verteilen. Und das ist das große Problem, die Ungleichheit. Wenn einer wie Elon Musk 140 oder 160 Milliarden besitzt und andere geboren werden und ein oder zwei Dollar am Tag zur Verfügung haben, dann kann keine Demokratie, dann kann kein vernünftiges Gemeinwesen entstehen auf diese Art und Weise. Das heißt, ein demokratisches Geldsystem wäre ein Geldsystem, was nicht aus dem Geld herauslebt, sondern aus der Art und Weise, wie die Menschen dieses Geld zügeln. Ein anderes Beispiel für ein Fake-demokratisches System ist Bitcoin. Also es gibt ja ganz viele junge Leute, die mir auch immer wieder schreiben und so, du verstehst Bitcoin einfach nicht, Bitcoin ist genau die Zukunft und Bitcoin ist so demokratisch, wie noch nie ein Geldsystem gewesen ist, weil Bitcoin funktioniert ja außerhalb der Banken, ist so ähnlich wie Bargeld, weil es von einem zum anderen direkt transferiert wird. Aber Bitcoin hat ein großes Problem. Bitcoin ist inzwischen Spekulationsobjekt, es gibt Derivate auf Bitcoin und Bitcoin ist im Moment zu 80% in den Händen von 20% der Besitzer. Und wir sehen ja auch, dass der Wert von Bitcoin nicht irgendwie etwa gleich bleibt, sondern dass der Wert von Bitcoin hochgeht, runtergeht, rauf und runter. Also die Leute, die Bitcoin besitzen, mal reicher, mal weniger reich sind. Also das hat also auch mit Demokratie gar nichts zu tun. Gut, aber Bitcoin ist vielleicht auch eher so eine Art digitales Gold. Als Bezahlsystem wäre es eh nicht schnell genug. Man kann, glaube ich, nur 2000 Zahloptionen machen pro Sekunde. Das ist als globale Währung überhaupt nicht tauglich. Ganz genau, aber ich will auch grundsätzlich gar nicht mal mich gegen Kryptowährungen aussprechen. Aber das Wichtige ist, wie man diese Kryptowährungen dann konzipiert. Und wie man es schafft, da irgendwie eine Obergrenze einzuziehen und denen, die wenig haben, schafft, eine Grundlage zu geben. So wie ein universelles Grundeinkommen, allerdings nicht zur Stabilisierung des Systems, um Käufer wieder zu Käufern zu machen, sondern um den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und das aber setzt voraus, dass wir es mit Staaten zu tun haben, die im Interesse der Mehrheit der Menschen handeln. Und das haben wir bisher in der Geschichte der Menschheit leider nicht gehabt. Weil alle Staaten, die bisher existiert haben, immer den Reichen zugearbeitet haben und damit auch den Mächtigen zugearbeitet haben. Also es gibt keinen Staat auf der Welt bisher, der wirklich der Mehrheit der Menschen gedient haben. Alle Staaten in der Welt waren bisher von Geld und Macht bestimmt. Und deswegen müsste sich in den Machtverhältnissen in der Welt was verändern. Aber wie kann man die Machtverhältnisse verändern? Nur dann, wenn man die Machtverhältnisse durchschaut und erkennt. Und man muss als erstes muss man erkennen, dass der Satz, Geld regiert die Welt, seit 3000 Jahren unser Leben bestimmt. Wer viel Geld hat, hat viel Macht und hat auch viel zu sagen. Das muss man erkennen. Und dann muss man sich ein bisschen mit dem Geldsystem auseinandersetzen, dass man ungefähr feststellt, wie diese ganze Dynamik im Moment funktioniert. Und wenn das genügend Leute tun, dann bin ich auch ganz sicher, dass genügend Leute aufstehen und sagen, wir wollen ein anderes Geldsystem. Aber wie dieses neue Geldsystem dann aussieht, das finde ich, das müsste die Mehrheit der Menschen dann entscheiden. Die Mehrheit der Menschen, die dieses System einigermaßen versteht. Ich weiß ja, dass es viele Leute gibt, die heute bestimmte Geldsysteme propagieren. Da gibt es das fließende Geld, da gibt es die Gemeinwohlökonomie und so weiter. Das sind alles solche Entwürfe.
Aber die setzen voraus, dass das Geldsystem von den Menschen irgendwie verstandesgemäß entworfen wird. Das ist es aber nie gewesen. Das Geld ist nie aus Verstandesgründen entstanden, also das Geldsystem, sondern es ist immer eine Widerspiegelung der Machtverhältnisse gewesen. Ja, Und gut. diese Machtverhältnisse müssten sich grundlegend ändern. Ja, das werden, da muss ich jetzt natürlich sagen, das werden Sie nicht tun. Das ist utopisch, also das ist sozusagen nicht praktikabel. Ich kann ja nicht im Wohnzimmer sitzen und sagen, gut, ich warte jetzt mal, bis Elon Musk nicht mehr Multimilliardär ist oder der reichste Mann der Welt ist. Das funktioniert nicht. Also deswegen würde ich ganz gerne das mal wirklich erörtern. Ich meine, ganz so auf den Kopf gefallen sind wir, glaube ich, nicht. Wenn wir das irgendwie jetzt mal die Köpfe zusammenstecken, vielleicht können wir zumindest mal skizzieren, wie es sein müsste. Also ich gebe Beispiele. Du hast angesprochen, also alle Länder sozusagen historisch gesehen haben sich immer dem Geld sozusagen gebeugt. Das liegt sicherlich daran, dass es in irgendeiner Form immer Zins und Zinseszins gab, Ja. auch schon beim Römischen Reich. Das hat sozusagen dann auch schon damals dazu geführt, dass dann eben die Silbermünzen gefälscht wurden oder eben, dass da immer mehr Blech oder so Zinn reingemischt wurde. Es war gar nicht mehr richtig nur pures Silber, ja. Ja. Das ist auch schon Inflation, ja. Und daran ist das Römische Reich ja übrigens auch unter anderem zerbrochen. Ja? Also Imperien zerbrechen eigentlich immer an Inflation historisch, ist auch ganz interessant. Ja gut, also Zinseszins, das neue Geldsystem, was demokratisch wäre, sollte keinen Zinseszins enthalten, weil dadurch die Geldmenge automatisch immer mehr wird. Da könnte man sich ja vielleicht schon mal drauf einigen, oder? Außer dieser Zinseszins käme der Mehrheit der Menschen zugute. Aber ist nicht Es, der ich, Zinseszins, ich, das erzeugt doch Inflation überhaupt erst. Und das wollen wir doch vermeiden dann. ja klar, aber wenn die, also ich finde, das Zentrale ist die Geldschöpfung. Aha. Also das allererste, was man betrachten muss, ist die Geldschöpfung. Und die Genau, Geldschöpfung wie würdest du die denn? dürfte nicht in privater Hand sein, sondern die Natürlich müsste nicht. sozial gesteuert sein, und zwar von einem Staat, der das Interesse der Mehrheit im Sinn hat. Also zweiter Punkt, jedes Land müsste wieder zurück, also Deutschland zur Bundesbank zum Beispiel zurück und ein eigenes Geld wieder machen, ja? Also kein Euro mehr eigentlich, weil das ist fremdgesteuert, sondern jedes Land müsste wieder seine eigene Währung machen. Ja, Wäre eine oder? Möglichkeit, Wäre eine ja. Möglichkeit, ja. Also dann wäre wieder mehr Autonomie für die Länder Ja, aber vorhanden. dann müsste man das so machen, dass zum Beispiel, also eine Zukunft, eine Vision wäre zum Beispiel, dass man sagt, bei der Geldschöpfung müsste ein bestimmter Prozentsatz allen neu geschöpften Geldes in den sozialen Sektor fließen. Das könnte man noch gestalten, indem man sagt, gut, wir schöpfen demokratisch Geld, also die Bundesbank zum Beispiel, die demokratisch überwacht wird ab sofort, ja, durch ein Gremium oder so. Und schüttet jetzt dieses Geld durch Grundeinkommen an die Bevölkerung aus. Aber die Geldmenge bleibt immer gleich. Die wächst nicht und Aber die müsste die schon schrumpft wachsen, nicht. weil die Wirtschaft ja auch wächst. Also das müsste Ja gut, dann. aber 1%, 2% vielleicht. Und die nächsten 10 Jahre weiß ich nicht so genau, ob die wächst oder ob es nicht eher sagen, ob wir nicht eher sagen, gut, es muss sogar ein Schrumpfgeld sein, sozusagen. Das ist ja also ein Schwundgeld, sagt man ja in der Ökonomie, dass sogar die Geldmenge eher ein bisschen schrumpft, damit eben keine Deflation oder Inflation entsteht. Ja? Und über diese Ausschüttung des Geldes an die normale Bevölkerung, das wäre dann auch das Grundeinkommen. Das braucht es so oder so. Nehmen wir nur die Renten. Wer soll die Renten bezahlen? Ja, wer soll die Renten bezahlen? Die Griechen werden uns Deutschen nicht die Rente bezahlen. Die Schulden haben uns auch eine Menge, ja. Eigentlich müssten wir die Garantie haben, dass sie die Schulden bedienen, damit die Renten hier in Deutschland bezahlt werden können. Ist relativ utopisch und so viel Urlaub können wir in Griechenland gar nicht machen, dass sie das über irgendwelche Tickets, sozusagen Gratisurlaub in Griechenland abbezahlen können. Also gut, keine Zinsen, eine demokratische Geldschöpfung in jedem Land für sich, vielleicht ja auch entsprechend dem BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt, sagen wir mal grob 4.000 Milliarden im Jahr in Deutschland, 3.800 Milliarden waren es, glaube ich, letztes Jahr. Diese Geldmenge schöpft man einmalig, vielleicht sogar als Kryptowährung. Anonym dann allerdings, ja, also eine anonyme Kryptowährung, nicht so eine Staatsüberwachungswährung, ja. Und schüttet das dann als Grundeinkommen an die Bürger aus. Und dann hätten sozusagen alle Geld und auf dieser Basis, wo alle Geld haben, kann dann natürlich auch wieder ein neuer Markt entstehen, eben das Spiel der Kräfte entstehen, wo sich dann auch gesunde, gute Preise entwickeln, die wir dann aber auch nicht steuern. Wir sagen, der freie Markt, das ist ja das Beste am Kapitalismus, ist ja nicht der freie Markt, der völlig unabhängig vom Kapitalismus ist, sage ich immer, ja. Dass einfach sich ein Preis bilden darf, und zwar völlig frei. Das wäre ja dann gewährleistet. Und dann kommt zum Beispiel vielleicht auch ein neuer Preis zustande für Milch, Butter, Fleisch. Das wird wahrscheinlich sehr teuer werden, aber durch das Grundeinkommen vielleicht dann auch bezahlbar. Das Problem ist eben, dass diese freie Marktwirtschaft so frei eben nicht mehr ist, dadurch, dass eben alles so konzentriert und zentralisiert ist. Momentan schon, aber das ist ja das alte Geldsystem sozusagen. Ich rede jetzt ja vom Ja, neuen. aber das neue Geldsystem würde ja dann nur funktionieren, wenn die Wirtschaft auch, also in ihren Strukturen geändert würde. Also im Moment haben wir ja die absolute Diktatur des digital-finanziellen Komplexes. Jedes Land könnte eigentlich entscheiden, unabhängig vom Dollar, auch unabhängig vom Euro, könnte, wenn wir
in der Demokratie sind, könnten wir eine neue Regierung bilden. Und dann könnte ja die neue Regierung sagen, gut, wir haben keine Lust mehr auf den Euro, wir machen jetzt eine neue Währung nur in Deutschland. Das wäre ja theoretisch, juristisch möglich. Und ja, dann wäre halt die Frage, wie ist dieser Geldschöpfungsprozess? Ja, das große Problem ist, dass Deutschland ein Teil der Weltwirtschaft ist. Und wir haben ja gesehen, wie einzelne Länder unter Druck gesetzt werden, wenn sie einen anderen Weg gehen als andere Länder. Mhm. Also wir haben es ja in Griechenland gesehen, als Syriza an die Macht kam und die Austeritätspolitik beenden wollte, hat die EZB ganz kurz mal die Finanzströme nach Griechenland gekappt. Und das hat dann die Folge gehabt, dass Syriza genau das Gegenteil von dem dann gemacht hat, von dem, was sie ja vorher angekündigt haben. Ne? Also, dass ein Land so zu einer Insel der Glückseligen wird, das glaube ich kaum. Aber ich denke, dass wir sowieso vor einer Situation stehen, wo die Chancen so groß sind wie eigentlich in der Geschichte der Menschheit noch nie. Weil durch diese Ultra-Konzentration von Vermögen in so wenigen Händen ist das ganze System natürlich auch ungeheuer instabil geworden. Also man muss sich das so vorstellen, wie wenn man einen Turm baut. Den kann man so und so hochbauen, aber wenn er dann eine bestimmte Höhe erreicht, dann fällt er einfach um. Und ich denke, an diesem Punkt sind wir so ganz langsam angekommen, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, da hat das erste Mal ein einzelner Mensch mehr als 100 Milliarden in einem Jahr zugelegt an Vermögen, nämlich Elon Musk. Und dieser Trend setzt sich jetzt fort und wir werden, wenn das System tatsächlich sich nochmal über ein paar Monate und Jahre stabilisieren würde, dann werden wir auch noch erleben, dass wir den ersten Billionär sehen. Das wird dann auch passieren. Aber mit jeder weiteren hunderten Milliarden Schritt oder so wird dieses System instabiler. Und ich denke, irgendwann wird dieses System dann tatsächlich so instabil, dass es kippen wird. Und die Menschen werden auch sehen, die werden dadurch, dass jetzt eben so viele Arbeitsplätze verloren gehen, werden die mit der Nase draufgestoßen, dass dieses System ihnen selber nicht mehr dient. Und dadurch werden sie dann offen werden für diese ganzen neuen Lösungen. Und ich glaube, es gibt auch also so ein paar Ansätze, wie man das ganze weltweite System im Moment, also die Diktatur des digital-finanziellen Komplexes, radikal beschneiden könnte. Und zwar, das wäre zum Beispiel die Freigabe aller Lizenzen fürs Internet. Also das Internet ist ja total durchkommerzialisiert heute und über das Internet wird ja alles beherrscht. Also wenn man sämtliche Lizenzen fürs Internet freigeben würde, dann wäre das anders. Dann müsste man die gesamte Plattformökonomie müsste man auf jeden Fall drosseln. Also man müsste sagen, dass Firmen wie, was weiß ich, Lieferando oder Uber oder Booking.com, dass die nicht mehr diese irrsinnigen Sätze von, was weiß ich, 25% oder 30% nehmen dürfen, sondern dass die nur noch 0,3% oder 0,5% nehmen dürften. Dann würde man dem Mittelstand auch wieder auf die Beine helfen, auf diese Art und Weise. Und der Mittelstand ist ja gerade für die Arbeitsplätze besonders wichtig. Also ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Da sind natürlich auch junge Leute jetzt gefragt, weil ich glaube, dass auch regionale Kryptowährungen eine große Zukunftschance hätten. Wenn man irgendwie eine regionale Kryptowährung schafft, die dann an irgendeinen Wert, ich weiß jetzt im Moment nicht was, da ist der Fantasie ja auch keine Grenze gesetzt, die an einen Wert gebunden ist, dann hätte die wahrscheinlich auch eine Chance, sich gegen das ganze System, was ja immer mehr in Schwierigkeiten geraten wird. Wir sehen ja jetzt auch durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, diese neuen angedrohten Lockdowns oder so, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer weiter wächst. Das brodelt überall. Auch viele von den Leuten, die jetzt sich haben impfen lassen und plötzlich merken, also das nützt mir überhaupt nichts, diese Impfung. Jetzt soll ich noch ein drittes, viertes, fünftes Mal geimpft werden. Wir wissen alle, die EU hat 1,2 Milliarden neue Impfstoffe bestellt, die sie dann wahrscheinlich im nächsten Jahr auch verimpfen will. Also die Leute merken im Moment, dass sie hinters Licht geführt wurden. Und dadurch werden sie dann offen für diese ganzen Vorstellungen. Und ich denke, dass es wirklich jetzt auch eine Zeit ist, wo man diese ganzen Vorstellungen auf den Tisch packen sollte und sich darüber unterhalten sollte. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass der erste Schritt eben tatsächlich die Beendigung der Diktatur ist, unter der wir im Moment leben. Ja, aber das ist halt immer so hochgegriffen, finde ich. Ja? Ja. Also konkret wäre es doch zum Beispiel eben, man lässt sich nicht impfen, ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, nee, also da spiele ich nicht mit. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn dann dieser digitale Euro kommt, dass man sagt, den benutze ich einfach nicht, ja. Ich verwende dieses Geld nicht. Ja? Das sind praktikable Schritte, weil ich meine, ich weiß genau, wie das sich anfühlt, wenn man dann zu Hause sitzt und sich fragt, ja, und was mache ich jetzt eigentlich? Weil wir sind, ja, der normale Mensch ist halt kein Banker und kein Chefökonom oder irgendwo ein Manager im höheren Segment und Was soll der normale Bürger sozusagen tun? Ja, das große Problem ist, dass es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die sagen, also ich zahle nicht digital, ich zahle nur bar. Es gibt viele Leute, die das für sich vor Jahren beschlossen haben und die das auch gnadenlos durchziehen. Da gibt es ja auch bekanntere Leute wie den Norbert Hering, der sogar Prozesse dafür führt, dass er seine GEZ-Gebühren bar bezahlen darf. Alles ganz ehrenwert, hat aber nicht verhindert, dass das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird. Eben. Und das Bargeld wird in Zukunft garantiert irgendwann abgeschafft werden. Es gibt ja Pläne dafür. Ja. Es gibt diese Steuer auf Bargeld, die geplant ist und die wird irgendwann eingeführt werden. Also damit hat man keine große Chance. Ich denke, die größte Chance, die wir im Moment wirklich noch haben, besteht eben darin, in der Aufklärung. Wenn
müssen möglichst viele Leute möglichst kritisch machen. Wir müssen möglichst viele Leute darauf hinweisen, wo die entscheidenden Punkte sind. Und für mich wirklich ist ein ganz entscheidender Punkt ist das Internet. Also das Internet, das ist im Moment neben dem Finanzsystem die Wurzel allen Übels. Weil im Internet diese ganze Plattformökonomie, die zerstört den Mittelstand. Also ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch mehrere Veranstaltungen haben, gerade über die Plattformökonomie, weil so viele Mittelständler bei mir nachgefragt haben, was können wir denn machen? Und da gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, wie kleine Unternehmen zum Beispiel sie miteinander zusammenarbeiten können. Also ich sage den Leuten immer, in einer Region, die ganzen Handwerker in dieser Region, die sollen sich gegenseitig nicht nur als Konkurrenten sehen, sondern die sollen sich als eine verschworene Gemeinschaft gegen die Plattformökonomie sehen. Wenn Sie das einmal begriffen haben, dann können Sie auch die ganzen Kunden von sich darüber informieren. Und unter den Kunden gibt es auch ganz viele, die diesen ganzen Trend zur Konzentration in der Plattformökonomie ablehnen. Also auf diese Art und Weise kann man so klein und regional anfangen, so bestimmte Inseln zu schaffen, Inseln des Verständnisses und des Durchblickens des Systems und des Sich-Wehrens gegen das System. Was du sagst, erinnert mich an das, was die Bevölkerung in Venezuela tut, nämlich sich quasi einfach selbst ermächtigen. Die haben eine neue Währung geschaffen, die im Grunde einfach nur daraus besteht, dass sie sich gegenseitig Schuldzettel schreibt. Ich schulde dir noch 3 Birnen und 3 Äpfel, aber natürlich in größeren Skalen. Und die Mittelschicht und die Bauern und die Farmer und die Restaurants arbeiten so zusammen und haben quasi eine alternative Währung geschaffen. Weil Venezuela ein Opfer des Dollars, ja. Da ist es zur Hyperinflation gekommen, genauso wie vorher in Ecuador. Und ja, es wird völlig im Stich gelassen. Vorher hatte Venezuela, glaube ich, Öl zu verkaufen und das ist dann irgendwie kollabiert. Und seitdem ist dort alles kaputt. Die Wirtschaft liegt am Boden und die Menschen verhungern wirklich. Und deswegen haben die dann angefangen, sich selbst zu helfen. Ich glaube, das ist so ein Trend, ja, wo jeder mal drüber nachdenken sollte. Also wo wir uns selbst ermächtigen und sagen, gut, vielleicht können wir ja die Mittelschicht wieder neu aufbauen, indem wir eine Absprache, ein Agreement treffen und vielleicht auch eine alternative Währung begründen. Das Talent in der Schweiz ist sehr berühmt, soweit ich weiß, und sehr bekannt, also und auch sehr erfolgreich als alternative Währung. Also dass die Mittelschicht eigentlich sich wieder zusammentut und sagt, gut, wir konkurrieren nicht mehr, sondern wir sympathisieren und wir helfen uns gegenseitig. Weil das ist das, was mir sehr wichtig ist, was wir auch in der Natur sehen. Wir sitzen ja nicht umsonst hier so ein bisschen in der Waldkulisse, denn die Natur ist ja sehr sozial. Und wir haben in der Schule immer beigebracht bekommen, dass Evolutionstheorie Survival of the Fittest, also als wäre gegeneinander kämpfen das Urprinzip des Lebens. Und nur so entsteht dann was Gutes daraus. Und das ist halt völliger Quatsch. Ja. Das ist genau umgekehrt. Es ist erstmal Synergie, es ist erstmal Symbiose. Auch eine Zelle, die ganzen Zellstrukturen arbeiten ja zusammen und die Zellen untereinander dann auch. Und dieser Kampf sozusagen, der ist ja nur seifenblasendünn, der ist ja nur an der obersten Schicht. Und alles darunter basiert auf Symbiose. Also unser ganzer Organismus ist ja symbiotisch und braucht sozusagen, jeder Anteil braucht den anderen. Und vielleicht sollten wir eben so auch Wirtschaft neu denken, dass wir verstehen, dass es geht eben nicht um Kampf, jeder gegen jeden, sondern es geht darum, dass wir zusammenarbeiten, um einen gesunden Organismus zu bilden. Ich denke auch, also man sollte sich daran erinnern, also für mich ist es relativ einfach, mich daran zu erinnern, weil ich bin ja in China geboren. Und das chinesische Zeichen für Krise besteht ja aus den Wörtern für Bedrohung und Gefahr auf der einen Seite und Chance auf der anderen Seite. Also ich denke, man sollte in dieser Situation, die natürlich sehr bedrohlich ist, aber auch die Chancen erkennen. Und die Chance für mich, also was das Finanzsystem und den digitalen Sektor angeht, besteht darin, dass diejenigen, die die Macht in den Händen haben, im Moment völlig überziehen. Also die überschreiten Grenzen, die man in einer menschlichen Gesellschaft eigentlich nicht überschreiten darf. Und ganz, ganz vorne steht dabei natürlich Klaus Schwab mit seinen unsäglichen Vorstellungen für die Zukunft. Und ich denke, da sollten wir einfach ganz klar von uns aus auch diese rote Linie ziehen und sagen, also da gehen wir auf keinen Fall mehr mit. Und ich glaube aber im Moment, dass es da tatsächlich so eine Art Umdenken gibt, weil wir ja im Moment erleben, dass das Narrativ von dieser ultragefährlichen Krankheit, die also schlimmer ist als die Pest im Mittelalter, dieses Narrativ ist inzwischen schon längst zerfallen. Jetzt versucht man, irgendwelche anderen Narrative aufzubauen, dass man von irgendwelchen anderen Viren da in der Zukunft bedroht wird, dass man sich da wieder gegen impfen lassen soll oder so. Aber es gibt immer weniger Leute, es wird langfristig auch immer weniger Leute geben, die diesen Weg mitgehen und diese Märchen glauben. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine große Chance, also mit der Aufklärung weiterzukommen und dann tatsächlich auch mit diesen ganzen konkreten Schritten. Also dass man sagt, also man spricht mit dem, den man bisher nur als Konkurrenten gesehen hat. Man sieht sich als Gegner dieser großen Plattform in Ökonomie. Und ich finde also gerade, was so diese Tauschwirtschaft in Venezuela betrifft,
Da sind natürlich auch die jungen Nerds jetzt gefragt, also die Jugendlichen, die 15- bis 18-Jährigen, die so wunderbar programmieren können, dass die dann vielleicht irgendwie eine Digitalwährung entwerfen, wo man nicht 100 Milliarden kriegen kann, wo man aber seinem Nachbarn was abkaufen kann, mit dem anderen was austauschen kann, wo es dann einigermaßen demokratisch und gerecht zugeht. Sehr schön. Ja, ich fasse das ganze Gesagte mal zusammen. Also, was ich jetzt verstanden habe aus unserem Gespräch, ist, dass der Dollar als Haupttreiber der weltweiten globalen Inflation funktioniert, die Weltleitwährung, also andere Währungen in die Insolvenz treibt geradezu und dadurch die Länder sozusagen entrechtet und knechtet und das im Grunde genommen auch ein bisschen eben dieser neuen Weltordnung entspricht, dass eben die Macht zentralisiert werden soll, immer weiter zentralisiert werden soll. Auch das war ja jahrzehntelang Verschwörungstheorie, nämlich New World Order. Ja, also eine Weltbank, eine Weltarmee, eine Weltregierung. Und wir sehen es einfach grandios und live und in Farbe, dass genau dieses Programm durchgeknüppelt wird. Und eben natürlich unter der Ägide und von Corona. Also ich kenne einen Fall noch aus den Philippinen, der General, der ist ja so ein korrupter General an der Macht und der hatte den Kampf gegen die Drogen ausgerufen auf den Philippinen und da durften die Polizisten also Drogendealer und auch Süchtige erschießen. Und das wurde massiv genutzt, um während der Corona-Zeit Leute zu erschießen, die Maske nicht getragen haben oder so, ja. Also 2020 wurden 16.000 Leute auf den Philippinen erschossen, ja, angeblich alle wegen Drogen, ja. Also man muss klar sagen, du sagst rote Linie ziehen, weil es wird radikal, es ist brutal, was gerade läuft. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir hier umdenken und frisch werden im Kopf und mal wirklich klar werden, um zu schauen, wie wollen wir leben und wie können wir vielleicht eine alternative Währung bauen, ein demokratisches Geldsystem, wie du es nennst, damit es uns dann allen mal gut gehen kann, nicht nur ein paar Superreichen. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass man in diesen Zeiten auch wirklich so sich auf sich selbst mal besinnen sollte, dass man also auch für sich mal das Internet einfach abschalten muss, dass man die alten Werte noch mal ein bisschen durchdenken und für sich selbst entdecken sollte. Also ich kann für mich selber so sprechen, dass wenn mir das alles zu viel wird, dann schnappe ich mir meine Enkelin, gehe mit der auf den Spielplatz und da sehe ich tatsächlich einen Menschen, von dem ich nicht möchte, dass er irgendwann verchippt wird. Ich möchte nicht, dass der mit künstlicher Intelligenz bestückt wird, sondern ich möchte, dass meine Enkel ein selbstbestimmtes eigenes Leben führen, so wie es über Generationen vorher gewesen ist. Und ich möchte diese Albtraumvision von Klaus Schwab auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Aber wie gesagt, ich bin frohen Mutes und ich würde das, was ich mache, nicht machen. Ich würde nicht diese ganze Energie auf meine Bücher und meine Videos verwenden, wenn ich nicht glauben würde, dass wir eine Chance haben, um diesen Weg jetzt nochmal auf diesen Weg umzukehren und einen besseren Weg einzuschlagen. Ich denke, die Zeit ist wirklich reif, dass wir alle aufstehen und uns dagegen wehren. Ernst, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hoffe, diese Folge von Masterpiece hat euch gefallen. Schaltet gerne das nächste Mal auch wieder ein und schaut, welche Videos wir euch online stellen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao.